Servus Leute, was geht? Ich mache mal wieder nach langer Zeit ein Kreuzworträtsel. Dieses Mal übrigens nicht als Stream, sondern als Video. Möchte ich mal ausprobieren, ne? Ich meine, ja, es wird wahrscheinlich eine Stunde dauern. Aber geht dann schnell hochladen. Wenn das Video eine Stunde braucht, dauert es vielleicht ungefähr vielleicht 1,5 Stunden, bis er hochladen ist. Das passt. Alles gut. Okay, natürlich jetzt erstmal hier natürlich. Muss ich natürlich sagen, ich werde dieses Kreuzworträtsel vollständig machen. Wenn ich etwas nicht weiß, werde ich es im Browser eingeben, also im Suchding. Habe ich auch offen. Ich habe übrigens DuckDuckGo ausgewählt, ne? Weil ansonsten ist halt alles, was ich google, dann in meinem Suchverlauf und das möchte ich einfach nicht. Nein, weil es sonst einfach zu voll ist dann. Und ja, das ist der DuckDuckGo, weil, wie gesagt, ne? Und natürlich auch direkt geöffnet. Nicht so wie am Freitag, letzte Mal, mit den Dingen. Okay, auf jeden Fall, wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich es da ein. Ach so. Buchstabe. Oder ich gebe den Buchstaben vor. Was ich anscheinend auch kann. Ich wusste gar nicht, dass ich gerade dieses Kreuzworträtsel mache. Auf dieser Seite gibt es nämlich zwei. Ah, ich mache anscheinend also das da. Okay. Ich mache übrigens durcheinander, muss man bei mir wissen. Also nicht irgendwie von oben nach unten oder von unten nach oben. Nein, ich mache überall. Überall. Das Spiel Englisch Baum. Tree. Reich Satans. Das ist die Hölle. Babylonischer Wassergott. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Also gebe ich es vor. EA Sports is in a game. Altnordische Dichtungen. Ich kenne mich mit alten Sachen nicht aus. Edda. Nee, kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Okay, französische Hafenstadt. Musikvideo. Musikvideo, das hat Name, außer Musikvideo. Scheiße. Okay. Webadresse. Das ist die URL. Deutsche Softwarefirma. Da gibt es doch keine. Da gibt es. Was für Software Deutschland, was für Softwarefirma hier in Deutschland allein. Nix. Gibt nichts, alles weg. Und wenn doch, dann pleite. Drei Buchstaben. Keine Ahnung. LTE. Ja, nee, Kanu. Digga. Softwarefirma. Amerika in Ordnung. Okay. Das weiß ich nicht. Warte, ich muss da kurz die Seite verkleinern.
ist es zwar echt klein und ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also ich kann es lesen, ne? Aber damit man hier ein bisschen besser sehen kann. Das gebe ich übrigens vor. Wusste ich nicht. Aber das hier. Webb. James Webb Teleskop. Okay. Heilanstalt. Okay. Also Heilanstalt. Sorry, leider kenne ich also als Heilanstalt eigentlich nur die Psychiatrie und die Klapse und so weiter. Aber es ist das Kurbad. Und, ne? Brennstoff. Es ist nicht Diesel. So ganz einfach. Einen Buchstaben vorgeben. Elektro, also Elektroauto, eigentlich nee, oder? Nee. Es geht doch hier um das war der bayerische Boiler, den mache ich komplett, weil ich es nicht weiß. Könnte jetzt aber zwei Dinge sein. Und zwar das Erdöl oder das Erdgas. Nehme ich erstmal das Erdgas. Und es war direkt richtig. Französische Hafenstadt. S. Das Ding ist, ich kenne mich nicht aus in Frankreich. Ich kenne nur ein paar Städte. Also es ist nicht so, dass ich da gar keine Orte kenne. Aber natürlich kenne ich Paris, das kennt ja jeder. Dann natürlich Straßburg, Lyon, Versailles, hier Cannes und Saint-Tropez. Was ist es denn? Ich sagte, das kenne ich nicht. Das ist ein Fakultätsvorsteher. Okay, das weiß ich. Das sind Lügen. Organische Verbindung. Warte. Vorname der Fischer. Helen Fischer. Und jetzt nochmal das hier, der Organverbindung. Aldi. Was ist das? Aldi Süd. Ah ja, das sieht so aus. Oder ja, nee, das. Wenn man das so ausspricht, das klingt, als würde man betrunken den Aldi Süd suchen, Alter. Wappentier. Erstmal das hier mit Philosophen und so kenne ich mich ja überhaupt nicht aus.
Und Herodes Meeres. Seeheld. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Okay, Zeckenvirus. Okay, einmal vorgeben. Ja, Leute, ich weiß nicht, was kriegt jetzt der Runde gar nichts. Kenne ich nicht. Okay, jetzt mache ich mal die Gaumenfreude. Ja, wie gesagt, so dieses Mal waren echt gemein. Ich weiß in diesem Ding fast eigentlich gar nichts, bin ich ganz, sieht man auch. Ich weiß da kaum etwas. Aber ganz im Ernst, was sind das doch bitte schon für Fragen? Bitte schon Gaumenfreude. Scheiße. Natürlich Genuss. Oh Mann. Ja, das ist mir jetzt peinlich. Peinlich, natürlich der Genuss. Bei mir kommt es aber dann auch tatsächlich dann auch erst wirklich manchmal, wenn ich dann mehr Wörter habe. Erst dann ich Genuss. Aber ist der Genuss nicht eigentlich eher auf den Geschmacksknospen, auf der Zunge und nicht am Gaumen? Schrift der Druiden. Weiß ich nicht. Umgangssprachlich Kopf. Omme. Wer sagt sowas? Ich kenne sowas wie Birne oder Schädel oder sowas, aber noch nicht Omme. Also sag ich so einem hier Ding, sagst du doch nicht irgendwie, ja mein Ommel tut weh. Sagst du, dass ich also seine Kopf her, sagst du auch nicht, mein Ommel tut weh, da sagst du mein, ja, mein Schädel brummt. Oder sowas. Naja, okay. Gestielte Geschwulst. Polyp. Abdruck. Re. Pro. Okay, das hätte ich jetzt gleich gewusst. Das hier weiß ich. Schrei. Lau. Mild. Natürlich. Okay. Bei mir ist es tatsächlich so. Nach einer Weile check ich auch noch gar nichts mehr. Wenn zu viel ist, dann check ich euch gar nichts mehr. Okay. Lebensmittelbehörde. Ich habe schon mal von der gehört, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Deshalb erstmal Investments Fonds. Okay, habe ich von der Lebensmittelbehörde, weiß ich doch nichts. IFSA. Nee. Bayerisch Dienstag. Wusste ich nicht.
Genau stimmt. Die habe ich, Alter, glatt vergessen. Ich hab SAP komplett vergessen. Es ist halt einfach so, wenn ich sowas höre wie so Softwarefirma, okay, dann denke ich an Microsoft, an weiß nicht, was alles eine Softwarefirma ist, ehrlich gesagt. Aber immer sowas wie Microsoft. Ja. Oder tatsächlich, also wenn ich nur höre Softwarefirma, dann eventuell auch an SAP. Wenn ich auch dann wiederum höre, dann deutsche Software, also dann Deutsch. Kommt bei mir gar nichts. Weil ich Deutschland nicht mit so etwas Technischem vergleiche. Nein. Deutschland und Technik, das passt irgendwie für mich gar nicht zusammen. Nein. Nein. Deshalb habe ich auch gerade gesagt, das gibt es nicht. Und wenn doch, dann ist es wahrscheinlich pleite. Weil ich. Ja. Natürlich gibt es auch deutsche Softwarefirmen. Tatsächlich. Ja, Deutschland hat sowas. Okay. Kinderhilfswerk. UNICEF. Und das Musikvideo war ein Clip. Das finde ich aber komplett falsch. Warum? Ein Musikvideo nennt man nicht einfach Clip. Clip nennt man auch beim Film oder auch bei einer Serie oder sonst irgendwas gibt es nämlich jetzt auch. Oder generell bei Video. Aber okay, es ist halt. Ja. Okay. Quergedanken. Sorge. Ja. Und damit ist es vollständig nach 17 Minuten. Gar nicht mal so lang. Ich dachte, er sagt, ich bräuchte eine Stunde. Klar. Weil, muss ja kaum was sehen. Ich habe auch kaum etwas gewusst. Aber ganz im Ernst, was sind das auch für Fragen? Was sind das für Fragen? Bitteschön. Also, ganz im Ernst, entweder sind die Fragen wirklich verdammt kompliziert, oder ich bin einfach nur dumm. Sag ich mal direkt. Naja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, um keines zu verpassen und um nicht inaktiv zu werden. Und vor allem folgt mir auch auf TikTok und auf Instagram und alles drum und dran. Alle meine Links müssen dann unten in der Beschreibung stehen. Bis zum nächsten Mal.